So, herzlich willkommen zum neuen Video. Geh mich schnell rasieren, komme gleich wieder. So, schon erledigt, hä? Rasierwasser, riecht ihr es? Denim, das habe ich noch mal geschenkt gekriegt und das hält ja Jahre. Ja, also, dann lassen wir ja bald los, nicht jetzt. Und in diesem Video geht es um, jetzt muss ich schnell überlegen, so, habe nochmal nachgeguckt. Also, zuerst seht ihr, wie ein Brot in der Wüste im Sand gebacken wird. Sehr interessant. Ich habe das vor 3 Jahren schon mal erlebt. Dann seht ihr ein bisschen vom Tembain, vom Berg oben runter in die Weite. Und danach geht es auf den Rückweg. Und dann kommen wirklich schöne Drohnenfilme, Videos, die ich gemacht habe während dem Fahren. Noch geflogen und es gelingt mir immer besser, auch von näher diese Aufnahmen zu machen. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen und bis bald. So, ich war jetzt mal kurz klettern. Es windet ein bisschen auf diesen Berg da, um in die Weite, in die Ferne zu sehen. Da unten ist das Camp. Wahnsinn. Ja, da meine Bergziegen, die können natürlich auch klettern, beide. Ha. Ich denke, der Berg ist nur 200 Meter hoch. Da hinten ist das Café, wo wir waren. Eigentlich ein Witz für einen Schweizer. 200 Meter. Aber was will man machen, wenn es keine Berge da hat? Außer Sandberge. Also, das ist eine Ausnahme. Da ist das andere Camp, das Camp Abdul irgendwas. Hä? Ja, auch meine 2 Wölfe können natürlich den Ausblick genießen. Es ist so schön. Da unten ist unser Camp, mein Wohnmobil. Nein, ich habe keine Angst um die 2. Die haben ja eben Bergziegen-Gene. Thank you.
und wir fahren weiter weg vom Camp Mars Richtung Duus. Wir kommen immer wieder so Quetüberquerung, das ist jetzt nicht so ein großer. Da wäre ich früher angestanden wie meinem. So, da kommt eine Herausforderung. Wäre ich besser oben durch, aber das habe ich nicht vorher gewusst. Jetzt habe ich die Übersetzung drin. Wow, er packt es. Wahnsinn. Bin ich 1 Kilometer so Dünen gefahren. Der Motorradfahrer, der ist geradeaus da über dem Berg. Der hat natürlich ein Navi-System, sonst ja, verirrt man sich da. Jetzt sind wir etwa 2 Kilometer weiter und keine Ahnung, 15 Minuten. Eben große Steine, richtiges Steine-Minenfeld. Mühsam zum Fahren mit ca. 15 Stundenkilometer. Immer aufpassen, dass ich die Steine nicht am Rand erwische. Da sieht es jetzt wieder besser aus. Der erste Buggy vom Rennen hat uns gerade überholt. Und der Motorrad, der ist langsamer wie der Buggy offenbar. Also das sind glaube ich 50 Teilnehmer an diesem, wie heißt es, Tunesia Challenge. Das sei das erste Mal dieses Rennen. 7 Trucks waren auch noch, aber die sind noch weit hinten, denke ich. So, hier fängt glaube ich diese Passage an mit den vielen Dünen. Das nehme ich jetzt mit der Drohne auf. Thank you.
So, das war die Drohnenfahrt und Variofahrt miteinander. Das ist gar nicht so einfach. Ab und zu, man kann nicht schalten, muss im Gang bleiben und dann wird es manchmal knapp und man hat zu wenig Geschwindigkeit. Ja, aber es ging ja alles gut und ich hoffe, ihr habt da ein paar super Drohnenaufnahmen gekriegt. Jetzt geht das Ganze wieder vom Cockpit weiter. Noch ein paar kleine Dünen, unterdessen sind das munzige kleine Dünen. Ja, die letzte war ziemlich happig, eine richtige Kuppe. Da stand ich, glaube ich, in der Mitte an. Aber der Sand ist ja weich. Ja, das Problem hier sind nicht die Dünen, nicht der Sand, sondern immer wieder so große Steine. Und das ruppelt und huppelt, das ist eher schwierig. So, hier kommt noch ein schönes Sandfeld, da nehme ich euch gleich mit. Ist viel einfacher filmen mit dem Handy als mit der Drohne. Also fliegen und fahren ist echt eine Herausforderung. Aber ja, Übung macht den Meister. Oh, jetzt kommt ein Buggy. Der überholt jetzt uns dann gleich, ich höre ihn schon. Jawohl. Da kommt er. Und tschüss. So geil. In der perfekten Timing-Zeit hier auf den Dünen. Ein Buggy, der mich überholt. Gar nicht so einfach für den Buggy, weil ich bin ja auf der Spur und er nicht. Aber für das hat er einen Buggy. Geht's nochmal runter. Nochmal hoch und dann haben wir es bald geschafft. Leider, aber jetzt geht leicht runter, von daher ist das kein Problem. Aber geil, wie das aussieht. Da nehme ich euch ganz mit, bis wir runter sind. Bis wir wieder Steine unter den Füßen haben. Ja, nicht da rechts runterfliegen. Ja, das ist eigentlich nicht an der Grenze. Da geht noch mehr. So, das war es. So, da vorne kommt ein LKW. Das sieht nach Amerikaner aus oder so. Oder tunesisch. Marokkanisch, keine Ahnung, kenne mich da nicht so aus. Also, was ist das? Sicher nichts Europäisches. Also, wer es weiß, was das für einer war, ein Mac oder keine Ahnung, ihr wisst es vermutlich besser wie ich. Es hat sicher ein paar LKW-Spezialisten unter uns, dann schreibt es einfach unten rein, dann wissen wir es alle. Aber das ist sicher ein 4x4 gewesen, das habe ich gesehen. Und jetzt muss ich mich wieder auf die Straße konzentrieren, vor allem auf die Steine. Der nächste, der uns überholt, wir sind da mitten in einem Rennen, das ist doch geil. Genau, jetzt findet das Rennen statt und wir sind wirklich mittendrin. So, jetzt gibt es mal eine Erholung von diesen Steinen. Hey. Ja, nachher kommt dafür Waschbrettpiste. Aber ich wollte sie also nicht jammern. So, da im Hintergrund sieht man die Berge des Nationalparks. Und den müssen wir wieder umfahren, gut zwei Drittel. Müssen wir den umfahren? Leider. So, da kommt diese Kuppe wieder mit dem schönen Ausblick. Da schalte ich jetzt in den ersten. Also nicht nur ersten, sondern auch Untersetzung. Für das habe ich sie ja. Boah, das geht schon steil hoch.
Oh, jetzt ist was umgefallen hinter. So, da kommt der nächste Dünenflitzer. Heile, komm da. Komm da. Warte. Nicht der schnellste. Ja. So, der nächste Dünenflitzer. It's on the road, beziehungsweise auf der Piste. Ja, noch ein paar Show-Einlagen. Und tschüss. Und der nächste. Wir haben da eine super Position in der Anhöhe. Immer wieder werden wir überholt, aber diese Landschaft ist einfach schön. So, der Nationalpark wieder vor uns. Jetzt nimmt mich Wunder, ob die Rallye da rechts rumfährt oder den Umweg links rum. Immer wieder fahren diese Flitzer vorbei. Ich habe mich entschieden, lieber hier im Fesch-Fesch zu fahren, als auf dieser Waschbrettpiste. Ein bisschen mehr Diesel halt, aber egal, dafür bequemer. So, mein Freund versucht mal schneller zu fahren, ob er diesen Sand bricht. So, ich fahre jetzt auch mal schnell. 50, 55. Ich habe keine Ahnung, ob das besser ist. Aber diese Bodenwelle ist schon scheiße, aber bis jetzt die Waschbrettpiste ist, glaube ich, nicht mehr so schlimm, aber es ist trotzdem unangenehm. Das Risiko ist einfach sehr groß. Ja, jetzt bin ich gesprungen hinten. Jetzt tue ich meine Stoßdämpfer kontrollieren. So, die Stoßdämpferschrauben haben wir gehalten, nicht abgebrochen, aber das ist mir zu extrem. Man kommt zwar schnell vorwärts, aber das Risiko für einen Schaden ist bedeutend höher, weil manchmal kommt eine Bodenwelle und dann springt man. So, diesmal sind wir ein bisschen weiter innen gefahren und da ist der Eingang des Nationalparks und jetzt sind da noch ein paar andere Offroad-Spezialisten, die wir jetzt mal besuchen gehen. Mal gucken, von wo die kommen. Ja, da ist ein Streckenposten. Tankstelle mitten in der Wüste. So, wenn wir schon hier sind, dann besuchen wir das schnell. Das sind zwar alles Franzosen, also wegen der Sprache nichts gegen Franzosen. Das ist das erste Tunesien-Rennen. Kommt der erste LKW da. Die haben eine halbe Stunde Pause hier, Zeit wird gestoppt, Essen und dann geht's weiter. Ja, ja, mit dem Teil. So, mein Camper mittendrin im Geschehen. Ambulanz haben sie auch noch von Polen. Normalerweise sind sie in Marokko, aber dieses Jahr haben sie sich für Tunesien entschieden.
Das war ein Baum, vorne Scheinwerfer weg, das Interieur hier. Ja, ziemlich havariert, Scheinwerfer abgerissen, GFK kaputt. Hinten hat er noch einen von zwei Stoßdämpfen ausgebaut. So, wir fahren wieder weiter. Jetzt wieder auf diese Teerstraße, die immer mehr kaputt geht. Das ist eine Frage von der Zeit, bis die dann ziemlich kaputt ist. So, wir sind auf der Teerstraße angekommen und auf der Piste bin ich mal über 60 gefahren, voll durchgebrettert. Ausprobieren dann das Waschbrettpiste merkt man nicht mehr, aber die Mulden halt, ja, ist nicht so lustig, aber es geht. Wieder mal 80 fahren! Auf der Schneepiste. So, wir haben Dus erreicht. So, wir sind jetzt auf dem Camping Cinderella in Dus angekommen, werden da ein paar Tage bleiben. Jetzt zeige ich euch schnell, wie das hier aussieht. Also da ist einer der zwei Eingänge für mich wegen der Höhe. Da hinten ist der zweite, da hat es Bungalows. Da ist auch die Dusche da hinten, die ich nicht brauche, Toilette. Und ja, ich bin ein bisschen hier hinten. Da haben wir mehr Platz. Da steht mein Camper. Da steht das Pärchen, das mit mir mitreist, die stelle ich euch auch noch vor. So, jetzt noch von einer anderen Perspektive, damit die Sonne nicht so ins Handy rein blendet. Ist eigentlich schön gemacht. Das Schöne hier hinten hat es noch ein bisschen, ich sage mal Wald. Zumindest ein paar Bäume. Gefällt mir sehr. So die letzten, die man noch nicht abgeholzt hat. Leider gibt es nicht mehr viele. Ja, meine zwei Wölfe, die gehen immer wieder Datteln essen. Das ist doch was Gesundes. Und hier das Kunstwerk, der Autofriedhof. Da wurde jedes Teil entwendet. Da ist praktisch nur noch Metall, das da liegt. Im kleinen Wald. So, hier ist der vordere Teil vom Camping. Da habe ich ein paar Sachen reingestellt. Da hinten ist die Dusche. Hier ein schöner unterdeckter Platz zum Sitzen. Das ist der Nachtwächter. Jeden Abend ist da jemand da. Da hinten sind eben Bungalows. Bonjour! So, jetzt stelle ich euch mal meine zwei Reisebegleiter vor. Oder sie sich selber. Ja, hallo, ich bin die Anja. Und wir fahren jetzt seit 4-5 Tagen, seit wie vielen Tagen? Fahren wir zusammen mit dem René durch die Wüste. War ein traumhaftes Erlebnis bisher. Und wir freuen uns auch auf die nächste Fahrt mit dem René. Super. Und wer bist du? Ich bin der Ansgar. Ja, wir sind jetzt eine Woche toll durch die Wüste gefahren und ab Mittwoch legen wir noch mal 4-5 Tage nach und fahren zusammen zum verlorenen See. Wir freuen uns schon riesig auf eine tolle Tour. Ich hoffe, wir finden den See, hä? Das schaffen wir, René, mit Sicherheit. Und wir kommen auch alle an, garantiert. Einer bleibt über, hat der René gesagt. Stimmt. Okay, jetzt wisst ihr, wer ihr seid. Und damit gebe ich zurück zur Regie. So, also ihr habt es gehört. Wir haben ein Ziel, nämlich zum verlorenen See. Lac Erachit heißt er, glaube ich. Und mal schauen, ob ich das schaffe mit meinem Track. Es wäre sicher kleines Wunder, weil ich glaube fast kein Wari hat es dahin geschafft. Ja, aber jeder Versuch macht es wert und ihr kennt mich ja. Ich versuche da, was das Mögliche hergibt, an die Grenzen zu kommen. Mal schauen. Also, am Mittwoch,
Also morgen schon, heute ist Dienstag, oder? Ja, geht es los. Und dann, ja, hört ihr wieder erst später von mir. Ja, es kommt dann noch ein Video, das ich jetzt schon hochlade. Das könnt ihr dann am Freitag schauen. Aber ich habe jetzt vom Mittwoch, vom Morgen, also kein Internet. Sicher bis Sonntag oder vielleicht sogar am Montag. Und danach habe ich wieder und werde eure Fragen und Kommentare sicher beantworten. Okay, schön, wart ihr dabei und bis zum nächsten Mal. Daumen hoch und tschüss.